Okay, mal angenommen, du suchst eine Datei, hast aber vergessen, wie sie heißt oder wo sie liegt. Tipp einfach ein beliebiges Wort im Startmenü und da ist sie. Ich bin ein PC und die Zeit ist rum. Es ist Punkt 7, als Geldbote Jörg Longwitz die Jackpot-Gewinnerin aus dem Bett klingelt. Hier ist er, der Koffer. Hallo. Mit den 137.000. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Doch so richtig können Glückspilz Nina und Ehemann Erol es immer noch nicht fassen. 137.000 Euro. Das ist echt. Beim Anblick der 137.000 Euro in 20er und 50er Scheinen fällt langsam der Groschen. Schau mal, du hast es ja nicht geglaubt. Oh, ich muss weg. Genau das dachte sich gestern auch seine Frau, als sie den Jackpot knackte. Unter welchem Pseudonym ist Samuel Langhorne Clemens besser bekannt? Die Zeit läuft jetzt. Raten. Fee. Dann. Was haben Sie gesagt? Fee. Und wissen Sie was? Das ist richtig. Wir haben unseren Jackpot geknackt. Herzlichen Glückwunsch. Wen rufen Sie jetzt als erstes an und sagen Bescheid? Ich muss mich jetzt schnell umziehen. Ich muss in die Arbeit. Dahin kam die Pflichtbewusste dann aber trotzdem zu spät. Heute möchten wir von der Arzthelferin noch mal wissen, was sie mit dem ganzen Geld anstellen will. Aber einen klaren Kopf hat Nina immer noch nicht. Das verändert einfach von einer Minute auf die andere. Ja. Mit dem Smiley im RTL. Ja. Das Leben. Und ich habe sie noch geschimpft, weil sie immer anruft, 50 Cent ausgibt für einen Anruf. Sag ich, bist du wahnsinnig? Na, immerhin hat sich's gelohnt. Wo kann man sonst so leicht aus ein paar Cent über 100.000 Euro machen? Nach unserem Besuch ging es für Nina übrigens nur straks zur, Arbeit.